Hallo und herzlich willkommen zu Part 38. Ich habe ja gesagt, wir werden hier den Zopfenkampf hier in Anspruch nehmen und das werden wir doch direkt nehmen. Der 5 Zopfenkampf Präzisions-K.O. Wettkampf. Die angestrebte Anzahl der Runden beträgt heute 9. 9 Runden, das ist sogar sehr gut machbar. Erstmal mein Lieblingsfarbe ist blau und deshalb fange ich jetzt an. Ja, das ist sehr gut machbar. 9 ist machbar. 9 ist machbar. Die ersten werden wahrscheinlich alle mit One-Hits durchkriegen. Ja, definitiv mit One-Hits. So, Durchbruch. Ausdauer. Okay, das werden vielleicht doch nicht alles mit One-Hits wegmachen. Diese Ausdauer-Attacke ist nämlich sehr lame. So, es überlebt natürlich mit dieser einblinden Attacke. Gut, dass diese Attacke dieser Schlüpfen, wenn die es getroffen hätte, ey. Das ist richtig lame, dass sie die ganze Zeit Ausdauer einsetzen. Weil, ganz ehrlich, dann kann ich beim Pawn auch keine angestrebte Tat zu geben, ja, weil es schafft man sonst eh nicht dann am Ende, ne? Ja, also zwei Runden, merken wir uns. Zwei. Okay, ich glaube, ich habe mir zwei gemerkt. So, als nächstes wieder ein Bibi. So, hoffentlich kriegen wir es dann wieder mit einem, und diesmal ohne Ausdauer. So, Nummer 3. Oh, ohne Ausdauer, sehr gut. Nummer 3. Okay, gut, das hat gereicht. So, Nummer 3. So, ja. Okay, noch 6 Runden. Nummer 3. Nummer 4. Reicht, perfekt. 4, ja. So, 4, so, für 4 und 4 Runden. Oder? Nee, es war 5 Grad. Oder? Ja, das war 2, 1, 4. Ja, 5. Scheiße, ich bin aus dem 10 raus, aber ich denke, das war 5. Hoffe ich jetzt einfach mal. Die wird dir bestimmt auch gleich sagen, wie viele Runden ich schon hatte. So, wenn das jetzt 5 war, muss ich die nächsten 4 Runden brauchen. Wow, das ist lustig. Du bist so stark, ich weiß. Okay, also. 4 besiegt, 5 Runden habe ich gebraucht. Also noch 4 Runden muss ich jetzt totschlagen. Gut. Das kriege ich hin. So. So, dann... ja, wir machen das einfach mal so, ne? 6. Das war die 6. sieben. Acht. Jetzt springt es drauf, trifft nicht, sehr gut. Und jetzt müssen wir hoffen... Fuck, Mann, das gibt's doch echt nicht! In der 9. elenden Runde setzt es Ausdauer ein. Gönnt euch das doch einfach mal. In der letzten Runde macht es Ausdauer. Das kann's doch echt nicht sein. Ja? Und jetzt haben wir es verkackt. Jetzt kriegen wir es nicht hin, was ich machen wollte. Ich wollte eigentlich dann so den letzten Gegner zeigen. Ey, das kann's doch echt nicht sein. Also echt, bei sowas rege ich mich auf. Das könnt ihr mich übel nehmen, da rege ich mich auf, weil, ganz ehrlich. Wie soll man den Scheiß denn schaffen, ja? Wenn die dann so kommen. Ja, wenn die so kommen, wie soll man das denn bitte machen?
Richtig unnötig, ey. In der letzten Runde setzen ja einfach mal nochmal sowas ein. Mann, ey. Bei sowas rege ich mich einfach auf. Alter, ey. Richtig unnötig. Nein, wir können nicht mal eine richtige Anzahl. Jetzt haben wir 11 Runden gebraucht. Einmal wegen dieser scheiß Verliebtheit und dann wegen dieser scheiß Ausdauer, ey. Mann. Ja, toll, ey. Schön. Ganz ehrlich. Richtiger Kindergarten, Mann. Richtiger Kindergarten. Aber ey, Leute, ich mache einen kurzen Cut und wir sehen uns. Und da bin ich auch schon wieder. Wir gehen jetzt hier weiter. Mist, da komme ich nicht durch. Und als nächstes müssen wir dann Hades nach vorne machen. Und wir legen los. Oh, ein Gegner. Ich gehöre zu Ninja Trio. Entdeckt zu werden, zwingt mich zum Kampf. Okay. Also wie ich weiß, gibt es hier ein sehr geiles Drachen-Pokémon aus der dritten... Ja, aus der dritten Gen. Was ich ziemlich gelofft habe früher. Aber die Wahrscheinlichkeit, es hier anzutreffen, ist so gering. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich... Wenn ich aus dem Erdgeschoss aus dem Fenster springe, mir was breche, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, als dass ich hier dieses Pokémon finde. Und das sagt schon wohl alles, wie tief diese Wahrscheinlichkeit. Ernsthaft? Du, nein. Nein? Na, okay, gut. Zieht nicht viel, aber Genauigkeit sinkt, oder? Ja. Auf jeden Fall. Gibt ihm. Bumm, nicht sehr effektiv. So, Raub. K.O. Hades hat's geschafft. War's das? Oh, er hat noch einen Glibunkel. Und in Antwort dessen, dass ich keine Lust habe, die ganze Zeit mich hier so mit Glibunkels abzugeben, werde ich dieses Mal schnell beenden. Duckface! Und Con mit dem Few mit dem Sion. Bing. Zip. K.O. Tja, so hat's zu laufen. Spiele besiegt Ninja-Junge Fabian. Ich gestehe die Niederlage ein. Ja, andere Wahl hast du auch nicht. So, weiter geht's. Und da ist ein Poké mit dem Ball. Und ein Hyper mit dem Trank. So, und jetzt gehen wir mal hier weiter. Und sehen ein wildes Pokémon mit dem Namen Klein mit dem Stein. Klein mit dem Stein. Klein mit dem Stein. Klein, 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 klein mit dem Stein. Ha, bin ich lustig. Klein 5 Stein, die 5 wird stumm gesprochen. Ha, ha, ha. So, als nächstes beginnt hier ein dichter Nebel. Gibt's ein Item? Ne, hier gibt's... Oder? Nein, hier gibt's nichts. Und wusch. Und jetzt mache ich etwas, was ich schon die ganze Zeit machen wollte. Und zwar... Staravia auflocken! Wusch. So, der Nebel ist weg. Mensch, ja. Also, ein Käfer-Pokémon kann auflockern erlernen, okay. So, hier ist ein Honigbaum, Menü, süß. So. Und dann ist da noch so ein Ninja-Junge. Aber den überspringen wir jetzt dezent, weil ich keinen Bock auf die Bunkel und sowas. Wobei nein, hier gibt es dieses coole Drachen-Pokémon, oder? Das war doch hier. Deswegen, einfach suchen. Vielleicht finden wir es ja. Pupusteig! Und weiter. Wow, ein Medity! Ich würde einfach sagen, das fangen wir uns. Das fangen wir uns, ja. Medity ist cool, Medity fangen wir uns. Beutel. Pokebälle. Wow, wir haben einen Hyperball, aber wir werfen Pokeball.
Eins, zwei, drei. Bing! Juhu, Mediti wurde gefangen. Sehr nice. Für Mediti wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Meditation, Kampf, Psycho, nice. Möchtest du dem Mediti einen Namen geben? Nein. Dann gucken wir weiter, was gibt's hier noch so? Bam, 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 bam. Noctu, nice. Noctu ist nice. Mit der Monobraue da, aber brauchen wir nicht. Weiter wird gesucht. Ja, ich glaube, ich mach das einfach so. Wow, Wablu. Geil, geil, geil. Ja, ich will einfach mal sagen, wir hauen X-Bad aus dem Team und bringen Wablu ins Team. Ich liebe Wablu. Wablu ist geil. Geil, geil, geil. Und wir zum Altaria mit dem Drachentyp und bla und bla und bla und boah, geil. Ja, also, das habe ich eigentlich auch so nebenbei so geplant gehabt, ne, und so, und dass ich mir meinen Wablu dann fange. Nein, hatte ich eigentlich nicht geplant. Eigentlich wollte ich X-Bad durchbenutzen, weil es eigentlich so eine geile Typkombination ist. Aber ich habe mir so gedacht, ey, Wablu, wenn ich jetzt einen Wablu sehe, wow, damit haben wir dann ein neues Teammitglied. Ich weiß, war voll die Mühe, das Skolbert zu X-Bad zu trainieren, bla, und bla, und bla, und, aber ich meine, hey, Wablu. Okay, wie nenne ich es? Ich nenne es einfach mal... Ach stimmt, ich habe einem Kumpel versprochen, es ein Pokémon nach ihm zu benennen. Eigentlich wollte ich Hundus dann nach ihm benennen. Aber wir benennen jetzt Wablu nach ihm und es wird dann einfach... D. Mit dem A. Mit dem V. Mit dem dreifachen I. Und dem D. So, David. So, ich mache jetzt so, ich suche Oscreen nach diesem Pokémon und wir sehen uns gleich. Okay, da bin ich wieder. Ich habe gerade mal ein bisschen geguckt und mir ist dann aufgefallen, dass dieses Pokémon, was ich suche, nur mit dem Pokéradar ausfindig zu machen ist. Und dadurch, dass wir den noch nicht haben, können wir es auch noch nicht fangen. Oder suchen, oder ich kann es euch nicht zeigen. Deswegen, die meisten werden jetzt wahrscheinlich wissen, welches Pokémon ich meine. Aber ich habe hier ein cooles Tischler gefunden, das nur eine 5% Fundrate an diesem Ort hat. Und ich habe mir überlegt, das fangen wir uns einfach mal. K mit dem O, mit dem H, setzt Pokéball ein, Superball ein. Eins, zwei, drei, feg dich doch einfach ganz, 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 ganz tief in deine Schere. Superball! Eins, zwei, drei, Juhu, Sichler wurde gefangen. Nice. Gefällt mir. Sehr gut, Sichler ist gefangen. Mantis, Käferflug. Echt eine nice Kombo. Aber, ich weiß nicht, will ich Sichler ins Team nehmen? Nein, ich bringe ihm auch keinen. Ich gebe ihm einfach, oder, ja, mir egal. Mal gucken, was ich machen werde. So, Beutel. Und Subtwang. Heilen. So, der nächste Gegner wird sowas von richtig hart lame werden. Das, also ich kann mich aus meiner Probe erinnern, dass er ein Gyarados und einen Raichu hat. Und diese Pokémon haben es einfach richtig in sich. Deswegen werde ich es auf jeden Fall so machen. Ich werde mit Bonzo und Pikachu kämpfen. Aber das seht ihr alles erst im nächsten Part. Wir sehen uns, euer K mit dem O, mit dem H.